Hallo Freunde des virtuellen LKW-Fahrens, Truckings und Speditionsdaseins. Ich heiße euch herzlich willkommen hier zurück bei mir auf meinem YouTube-Kanal zu einer neuen und weiteren Folge von Auf Achse. Ja, bei der letzten Folge, da sind wir diesen Schmugglerweg gefahren, runter nach Bursa, haben die Ladung abgegeben. Ich bin dann mit dem PKW abgeholt worden, bin zurückgefahren nach Istanbul. In Istanbul habe ich dann ein längeres Gespräch mit Herrn Süleymani gehabt. Ihr wisst ja von unserer befreundeten Spedition in Istanbul. Ich habe dann den Franz angerufen. Von dort aus, der Franz ist dann mit Flugzeug runtergefahren und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir in der Türkei in der Nähe von Istanbul eine Niederlassung gründen. Das haben wir dann auch getan. Wir haben da unten dann Firmengelände gekauft, haben das alles in die Wege geleitet. Das alles ist jetzt schon 5 Wochen her. Genau, haben da unten schon Fahrer eingestellt. Die Tochter von Herrn Süleymani, die zweitälteste, leitet das Ganze jetzt da unten zusammen mit ihrem Mann. Der älteste Sohn von Herrn Süleymani übernimmt ja die Firma von ihm. Und genau, ich bin dann wieder mit dem Franz hier hochgeflogen, nachdem alles geregelt war. Wir haben den Scania, den ich gefahren habe, den 141er, gleich unten gelassen, haben das Ganze umgemeldet, dass wir da unten auch einen Fahrbahnuntersatz haben. Ja, und was soll ich sagen, ich bin hier zurückgekommen nach Deutschland, da haben wir dann ja sowieso schon was bestellt gehabt. Und ich sage jetzt mal, fast zurück, back to the roots. Ich habe mich dazu entschieden, mir wieder einen Volvo zu kaufen, den seht ihr hier. Ich stehe jetzt mal auf, gehe mal zum LKW hin. Und was wir auch noch haben, das ist dass wir ja mit der Firma Contrans zusammenarbeiten. Das wisst ihr ja, das habe ich euch schon mal gesagt, und da ist es so, dass wir uns jetzt dazu entschieden haben, dass wir in unserem Fuhrpark hier auch einen Kühler aufnehmen. Wir fahren für Contrans, ja, das wisst ihr ja, hauptsächlich das Sammelgut und so weiter. Das Licht mal ausmachen hier, sonst geht auf die Batterie. Genau, eigentlich in ganz Europa und im asiatischen Raum. Und da wir ja von der Türkei auf zum Beispiel sehr viel Käse haben und sehr viel Oliven, so Sachen, eigentlich Kühlgut, haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass wir jetzt mal diesen Kühler hier in unserem Fuhrpark aufnehmen. Ja, ich habe mich dann entschieden, die dreiachsige Zugmaschine dazu zu kaufen. Und ja, von der Lackierung her muss ich sagen, back to the roots halt einfach. Wieder die schöne Lackierung, die der alte Volvo hat. Ich habe mir den individuell noch ein bisschen hergerichtet. Ich habe mir hier oben ein paar Scheinwerfer drauf gemacht, das Michelin-Männchen und eine Hupe. Und ich würde sagen, ich steige jetzt mal ein und ich düse jetzt mal dann los in Richtung Ladestelle. Und wenn ich dort angekommen bin, dann werde ich mich bei euch wieder melden. Und werde euch dann auch sagen, was wir laden und wo es dann hingeht. Dann bis gleich. Ja. Nee, das ist, ich habe vorhin schon was anderes drin und jetzt geht es erstmal weiter und dann nee, mit halbe Ladungen. Okay, das passt vom Gewicht und so weiter. Alles klar? Okay, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus. So, dalle, geladen sind wir jetzt. Wie ich es gesagt habe, im Auftrag von der Contrans. Sind allerdings jetzt 2 Positionen auf dem LKW drauf. Jetzt steigen wir erstmal ein. Und dann zeige ich euch jetzt mal, was hingeht. Und zwar ist es folgendermaßen geplant. Wir fahren jetzt runter nach Ancona. In Ancona, hier ist der erste Zwischenstopp. Da kommt ein Teil von der Ladung runter. Also einen Großteil geladen haben wir jetzt für Ägypten. Nach Damiet in Ägypten geht's. Also, genau, wir haben da geladen, und zwar eine Ladung Butter. Das heißt, wir haben jetzt
14 Tonnen Butter drauf und haben noch 6 Tonnen Sammelgut drauf. Das fahren wir jetzt noch einen Conner runter. Also ich habe eine Zwischenwand drin in dem Kühler. Die habe ich reingemacht. Mein Gott, dem Sammelgut macht es nichts aus, ob's gefroren wird oder nicht oder gekühlt. Da fahren wir jetzt noch einen Conner. In einen Conner, wie gesagt, kommen die 5 Tonnen Sammelgut drauf. Da bekommen wir dann noch zusätzlich zu den 15 Tonnen Butter bekommen wir dann noch 4 Tonnen Käse drauf. Sind auch wieder, wir müssen hier abladen, dann noch ein Körner rennen, da will ich wieder laden. Es wird alles bezahlt, ist in Ordnung. Und dann fahren wir weiter praktisch hier über Bari und düsen dann von Bari über Thessaloniki runter nach Diamet. Gut. Ich würde sagen, wir düsen dann aber auch gleich los. Das ist immer besser. Zwei Spiegel nehmen wir uns noch rein. Und dann geht es jetzt weiter hier. Jo. Schöne Kombi, gefällt mir gut. Ja, wie gesagt, ich habe mich wieder für einen Volvo entschieden. Gleiche Maschine wie die alte hatte. Ein paar Änderungen. Dreiachsige Zugmaschine. Diesmal tust du dich doch ein bisschen leichter da, wo wir hinfahren. Was mir auch ganz wichtig war, das sind vorne die Zusatzscheinwerfer wegen der Sicht und das hohe Auspuffrohr. Huch, jetzt bin ich noch an Tor vorbeigefahren. Ja, das hohe Auspuffrohr, warum habe ich das hingemacht? Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn ihr mal durch die Wüste gefahren seid und das Auspuffrohr dann irgendwo hier an der Seite runter ist und du hast den Sand und du gibst dann richtig kräftig Gas, dann bläst sie den ganzen Sand, den sie hat, drauf. Und da siehst du gleich gar nichts mehr. Und deswegen habe ich mich bei dem Fahrzeug dafür entschieden, dass wir ein hohes Auspuffrohr nehmen. Biege nach rechts ab. Wie gesagt, der Volvo war vorher eigentlich schon bestellt, dass er jetzt so kommt, wie es gekommen ist. Das war jetzt reiner Zufall durch das, dass wir die Niederlassung in Istanbul gegründet haben. Aus. Genau, wie gesagt, ein bisschen wieder back to the roots, zurück zur Erwachse, zumindest von der Lackierung her und von der Fahrzeugmarke her. Ja, warum diese Entscheidung jetzt, muss ich ganz klar sagen, ich warte eigentlich immer noch auf den Volvo vom X-Base, aber da rührt sich nichts mehr. Und da der Volvo einer meiner Lieblings-LKWs war, bei Aufachse, habe ich mir gedacht, okay, dann schmeißen wir den alten hier wieder da rein, der funktioniert. Ich fahre allerdings noch auf der 1.44, das muss ich jetzt auch dazu sagen. Und ja, fahren wir wieder den Volvo. Sagt der Franz, der spielt ja mit den Gedanken, dass er früher oder später runtergeht in die Türkei. Der hat da irgendeinen Pfeifel dafür. Da bin ich mal gespannt, was er da macht. Mir ist das egal, wenn er da runtergeht und die Geschäfte dann in der Türkei leitet. Biege nach rechts ab. Ist mir das auch recht, muss ich sagen. Nicht zurückrollen hier. Genau. Ihr wisst ja, auf Achse in einer der späteren Staffeln, ich glaube in der fünften Staffel war es, in der letzten, wo Manfred Krupp damals mitgespielt hat, spielte das ganze Jahr in der Türkei. Wir sind jetzt ein bisschen eher dran mit dem Ganzen, aber was soll's. Wie gesagt, das ist ja alles nur angelehnt. Bitte links halten. Wenn du das sagst, dann machen wir das. Ja, wie gesagt, ich bin noch unterwegs auf der 1.44. Ich habe noch keine Zeit, dass ich die ganzen Maps tausche und so weiter und so fort und auf die 1.45 hoch. Oder um auf die 1.45 hochzuziehen. Ich bin jetzt froh, dass ich mein anderes Headset wieder angeschlossen habe bei dem Ganzen.
dann möchte ich sagen, dieser Auflieger hier, dieser Medias Reefer, wie er heißt, das ist der vom ursprünglich vom Mazda, den es zum Roman Diesel dazu gab. Der funktionierte natürlich nicht mehr. Diesen Trailer hier wieder hergerichtet, dass er funktioniert, hat der liebe Sachsenplayer. Dafür einen ganz herzlichen Dank an dich, dass du es möglich gemacht hast, dass wir diesen wunderschönen Trailer wieder fahren können. Der Volvo ist ja bekannt mit dem Mac. Wie immer, den könnt ihr auch immer noch downloaden. Der funktioniert auch noch einmal frei. Dann apropos Sachsenplayer, auch bei ihm reinschauen. Er macht immer wieder seine Livestreams und zeigt hier die LKWs, die er umbaut. Er macht auch das mit diesen alten LKWs, also sozusagen auch mit den Oldtimern. Gilt natürlich für alle anderen auch, also schaut rein bei mir in die Favoritenliste, egal ob es der Remy auf Tour ist, ob es der Ruckel ist, ob es der JJ ist, ob es der Hermann M. ist, es ist egal, also guckt euch die Videos an. Das macht jeder einzelne von den Jungs, macht super Videos. HP Wolf ist auch bei mir in der Favoritenliste verlinkt. Der macht sowas wie wir hier mit ETS machen, macht er mit On the Road. Hat auch eine sehr geile Playlist jetzt erstellt. Der macht hier, der baut hier eine Modelleisenbahn um. Also das ist auch mega cool und mega interessant. Schaut da auf jeden Fall mal rein, wenn sowas interessiert. Auch hier geht Daumen hoch, das gilt bei allen. Abonniert die Burschen. So soll es sein. Okay, das habe ich mich jetzt ein bisschen verschätzt beim Getriebe und vertan. Das Ding nervt mich. Das kommt noch raus, verspreche ich euch. So, es verzollt mir in Österreich. Sparen wir uns jetzt gerade. Ich sag's gleich, ich habe es jetzt gerade vergessen. Arbeiten, Heidenaufwand.
aber auch das machen wir, weil die Version 1.45 hat dann schon einige Verbesserungen gebracht, muss ich jetzt sagen. Also gerade was die Trailer auch angeht, dass man jetzt die Silo-Trailer mit drin hat. Hannover wurde nochmal mit überarbeitet, dann das Krone-Werk ist mit reingekommen. Es sind lauter so Sachen, wo ich sage, okay, passt, aber halt die Kürze was. Dieser geringe Zeitabstand bei dem Ganzen. Zwischen 1.44 und 1.45. So, das war eins der schönen Sachen in den 70ern oder Ende der 70er. Diese Kontrollstation hier gab es noch nicht. Aber gut, überladen haben wir nochmal nicht. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. 23 Tonnen können wir laden, 20 Tonnen haben wir drauf jetzt. Gut, passt alles. Der Mitte der 90er, also da wo wir nur praktisch mit dem Kipper rein auf Schüttgut fahren. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber jetzt machen wir erstmal hier auf Achse. Ja, wie gesagt, bin gespannt, was dabei rauskommt. Der Franz liebäugelt ja damit, dass er in die Türkei geht. Schauen wir mal, was da rauskommt. Da kann er sein Mercedes gleich mitnehmen. Es ist mehr ein Umschlagport, sage ich jetzt mal. Und für uns, dass wir Zwischenstation machen können da unten, also dass wir den Sky nicht unten gelassen haben. Das ist eher, dass er da unten weiter verteilt. Wir spielen auch mit dem Gedanken, dass wir dann da unten umladen. Dass wir nicht jeden Meter selber fahren müssen. Dass wir auch nicht mehr sammeln müssen, also das heißt, der Skyner wird da unten und der Fahrer, die werden da unten viel zusammen sammeln, dass wir dann in dieser Niederlassung laden können, dass
praktisch dann als Komplettladung draufkriegen auf die Auflieger und dann weiterfahren. So, ich, Freunde, gehe jetzt erstmal verzollen. Ja, mir gefällt der Vollversuch mit dem Kühlaufleger. Macht sich recht gut. Genau, und ich würde sagen, wir beenden diese Folge jetzt hier auch. Und es geht nächstes Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Schauen wir mal, was auf der Strecke noch so alles passiert. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und sage Servus, bis zum nächsten Mal.